ist es für Sie auf dem Campingplatz auch jedes Mal eine Herausforderung? Das gehört ab heute der Vergangenheit an. Denn heute zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Vorzelt aufbauen können. Wollen Sie noch mehr Videos von uns sehen? Abonnieren Sie dann unseren YouTube-Kanal. Hallo, mein Name ist Daniel und herzlich willkommen bei Obelik. Bevor wir das Vorzelt aufstellen können, muss der Wohnwagen eben stehen und die Beine müssen ausgeklappt sein. Es ist ratsam, eine zusätzliche Bodenplane vor dem Wohnwagen zu legen. Diese Bodenplane schützt das Vorzelt vor Beschädigungen und hält das Zelt sauber. Wir beginnen mit dem Anbringen der Windblende. Die Windblende befindet sich zusammen mit allen anderen Zeltzubehörteilen im Vorzeltdach. Jetzt können wir das Vorzeltdach in die Kederleiste schieben. Es ist ratsam, dies mit mindestens zwei Personen zu tun. Das geht wirklich einfacher. Nachdem wir das Dach an der richtigen Stelle geschoben haben, können wir mit dem Vorzeltgerüst beginnen. Zuerst werden wir die Stöcke an der richtigen Stelle legen. Beginnen Sie mit den Eckstücken und danach erst mit den Dachstangen, dann folgen die Stützfüße und dann bleiben nur die Zwischenteile übrig. Dieser Wohnwagen hat keine festen Ösen, also verwende ich extra SAS-Clips am Doppelkeder, um die Dachbalken dort aufzuhängen. Es ist wichtig, dass sich die beiden äußeren Ösen auf einer Höhe von 1,95 m befinden. Sie platzieren die mittlere Öse natürlich in der Mitte. Jetzt können wir die Dachbalken in die SAS-Clips hängen. Seien Sie dabei vorsichtig. Zeltstangen können den Wohnwagen unschön beschädigen. Jetzt bauen wir die Stützfüße zusammen. Legen Sie diese unter das Zelttuch und verbinden Sie diese mit dem Dachbalken. Beginnen Sie immer in der Mitte und stellen Sie sich sicher, dass der Stützfuß schräg nach innen abgewinkelt ist. Auf diese Weise haben Sie beide Hände frei, um die linke und rechte Seite zu befestigen. Jetzt können wir durch das richtige Anbringen der Zwischenteile die Ständer miteinander verbinden. Abschließend befestigen wir die Querstangen von dem Dachüberstand. Das Zeltgerüst spannen wir noch nicht auf.
weil wir zuerst die Vorder- und Seitenwände anbringen werden. Die meisten Ford-Zelte sind mit zwei Kederschienen ausgestattet. Eine Schiene zum Anbringen an den Wohnwagen und eine Schiene für einen optionalen Anbau. Stellen Sie immer sicher, dass die Kederleiste, an welcher sich das Dreieck befindet, für den Wohnwagen benutzt wird. Nachdem wir alle Wände des Vorzeltes an das Vorzelt angebracht haben, können wir die Stützpfosten aufrechtstellen. Bevor wir das Vorzelt mit Erdnägeln befestigen können, müssen wir zuerst die Abspannleiter anbringen. Verwenden Sie immer das obere Loch der Abspannleiter. Wir können jetzt das Vorzelt mit Erdnägeln befestigen. Beginnen Sie immer an den beiden hinteren Ecken. Stellen Sie sicher, dass die Seitenwand fest gegen den Wohnwagen gespannt ist. Sie können dies erreichen, indem Sie den Hering leicht unter dem Wohnwagen befestigen. Dieser Hering befindet sich jetzt im dritten Loch des Abspannleiters. Um das Vorzelt sicher aufbauen zu können, müssen alle anderen Heringe im dritten Loch des Abspannleiters befestigt sein. Dank des eingenähten Dreiecks können die Seitenwände des Vorzeltes auch an schrägen Wohnwagen gerade nach unten gespannt werden. Jetzt befestigen wir vorne die beiden Ecken. Ziehen Sie die Ecke fest an, sodass Seite und Vorderseite rechtwinklig zueinander stehen. Jetzt sind die Abspannleiter auf beiden Seiten der Reißverschlüsse an der Reihe. Spannen Sie die Abspannleiter quer, um die Spannung von den Reißverschlüssen zu nehmen. Jetzt können wir das Gerüst von außen aufspannen. Verwenden Sie dazu einen Gerüstspanner. Alle Reißverschlüsse müssen geschlossen sein, wenn das Gerüst festgezogen wird. Wir spannen das Gerüst in drei Schritten auf. Zuerst stellen wir den Rahmen auf die richtige Breite. Dann spannen wir das Gerüst auf die richtige Höhe und spannen schließlich die Dachbalken auf die richtige Tiefe. Stellen Sie sich sicher, dass die Stützposten und die Dachbalken parallel zu den Nähten sind. Schließlich spannen wir die Querstangen für den Dachüberstand auf Spannung. Thank you.
Schluss machen wir den Rest der Abspannleiter fest. Jetzt haben wir das Vorzelt fertig aufgebaut. Das Vorzelt kann natürlich mit zusätzlichem Zubehör ausgestattet werden, um es besonders sturmsicher zu machen. Das geht beispielsweise mit einem Sturmbandset. Zu beiden Seiten des Hypercamp-Vorzeltes befindet sich ein Sturmbandclip. Damit kann der Sturmband angebracht werden. Befestigen Sie das Sturmband für die richtige Spannung mindestens 1,50 m vom Zelt entfernt. Mit einem optionalen Sturmstange können Sie dem Gerüst zusätzlichen Halt geben. Haben Sie ein großes Vorzelt oder sind Sie lange am selben Ort? Dann ist es ratsam, zusätzliche Dachbalken anzubringen. Mit einer optionalen Verandastange können Sie eine Vorder- oder Seitenwand zur Hälfte öffnen. Nachdem Sie gesehen haben, wie Sie ein Vorzelt aufstellen, können Sie sicher und beruhigt in den Urlaub fahren. Wollen Sie noch mehr praktische Campingtipps erfahren? Besuchen Sie dann unseren Laden oder online unter oblink.de. Wollen Sie noch mehr Videos sehen? Abonnieren Sie dann unseren YouTube-Kanal.